Aber jetzt der letzte ÖSV-Springer, Stefan Graf, der wieder einen ganz tollen Probesprung hingelegt hat. Im Training war er überragend, sein zweiter Sprung im Teambewerb gestern, hervorragend. Er darf nur nicht zu viel wollen. Genau. Ah, hat er gut wirken lassen. Ah, passt. Und jetzt super. Geht's runter, jetzt geht's runter. Boah. Jawohl, auch Stefan Graf vorne mit dabei. Bei ihm ist so gut, er muss Geduld haben über dem Vorbau, dass er da mit dem Kopf oder mit dem Oberkörper nicht viel gegen einen Ski oder nach unten arbeitet. Andi, Entschuldigung, ja. Hast du gesehen, ja. Links unten? Ja, der war fast 150. 148,5 Meter, noch einmal um einen Meter weiter als Andi Wellinger. Ja, und dann da, wenn er dann oben sägt, im Hang, da ist er sowieso so stark, egal welche Weite er springt, er versucht immer einen Telemark zu setzen. Mhm. Und das macht er da auch, kriegt tolle Noten, 4x19, 0, einmal 18,5. Minus 24 ja. Windpunkte ist allerdings viel. Wurscht. Was heißt es im Vergleich zu Andi Wellinger? Er ist Zweiter. Ja, aber der Rückstand ist nicht groß. 2,8 Punkte.